Hallihallo, Hallöchen zu einer neuen Ausgabe Let's Play World of Tanks und zwar mit dem T-43, dem 7. mittleren Panzer der Russen. Der ist gar nicht so gern gespielt von vielen, deswegen wollte ich ihn besonders mal zeigen. Hier spielen sie im Dreierzug, der Ackermarsch 1 hat mir das Replay eingeschickt und ja, sehen wir uns doch mal an. Auf jeden Fall ein kurioses Bündnis von Russen und Deutschen mit IS, T-43 und dem Tiger 1. Mal schauen, wie sie da zu dritt so performen werden. Auch mal ganz schön, man sieht auch hier, dass nicht unbedingt immer die Van ausschlaggebend ist, von dem, was hier als Replay genommen wird, sondern einfach, ja, der fast schon der pure Zufall, muss man sagen. So, wir gucken mal, wohin er hier fahren wird. Er fährt hier praktisch auf Heiligenthal mit den Teams, wo seins etwas besser ist, Richtung Norden. Das meiste vom Team fahrt auch dahin. Nicht wundern, wenn ich ein bisschen schlecht gelaunt bin, aber mein Fallout-Shelter ist komplett niedergemacht worden von so blöden Käfern. Das verhagelt mir so ein bisschen die Laune. So, da ist der Löwe. So blöde Käfer killen da einfach alle meine Leute. Fast die ganze Zivilisation bei mir zerstört. Na gut. Da. Oh, nee, ein bisschen zu optimistisch. So, aber den KV-85, den haben sie gleich zu zweit direkt mal Wolle genommen. Und die Su dreht sich auch nochmal so hin. KV-85 kommt nochmal vor. Oh, jetzt kommt auch ein Carnivore auf ihn drauf. Da muss er jetzt aufpassen, dass er da nicht zu lang stehen bleibt. Aber die Arti hält auch schön rein. Unterstützt da recht gut. Das blockt auch noch die Su-100. Aber man sieht, er hat hier ordentlich Probleme. Da muss er echt aufpassen. So, aber den Carnivore, da müsste er eigentlich drauf kommen. Ja. Drift hier. Eilt jetzt ab. Und der Kanon trifft nochmal. Also jetzt hat er nicht mehr... Jetzt lange... Okay. Sehr gut, dann macht er ihn weg. Oh. Die Su und er, Best Friends. Und jetzt macht er die Su auch noch weg. Ja, nicht schlecht. Hat schon 1030 HP geblockt und das mit einem mittleren 4-7 Panzer. Der KV-3... Schade. Jetzt hat ihn die AT. Jetzt kriegt er da den nächsten Schuss und macht den weg. Ja. Sehr nice. Den KV-3 auch noch weggeömmelt. Oh, jetzt kommt ein T-28. Oh, Gott sei Dank, T-28 kommt da nicht so rum. Das war sein pures Glück. Suppen-Pershing auch noch. Der zeigt ihm jetzt aber das Heck. Ah, das muss wehtun. Der Walker Bulldog stellt es jetzt genauso. Dass er ihn zwar nicht treffen konnte, aber dafür macht er den Super Pershing weg. Der T-28 ist da oben aber echt noch eine Gefahr. Und er hat aktuell 1300 Schaden, hat aber schon 5 Kills. Pass auf, Junge. Sehr gut. Macht dann noch, schießt er nochmal hin. Ah, noch ein bisschen weiter hinten. So, jetzt hat er in die Kette gezogen. Und jetzt kann der... Also der T-28 hat es auch sehr interessant gemacht. Jetzt zündet er ihn an und macht den Kill und kriegt seinen Krieger. Ja, krass, krass, krass. 2235 Schaden. Hat 1030 geblockt. Sowas, hier lebt jetzt noch der Jagdtiger, Jagdpanther, da ist er. Aber der hat ja fast gar nichts mehr. Also ein sehr schnelles Gefecht. So schnell kann man auch einen Krieger machen. Und so schnell kann man auch 2300 Schaden machen. Am Ende des Tages hat er nämlich auch noch 1300 Assistance gemacht. Also von dem her sehr nice. Ich darf es vorwegnehmen, den Löwen kriegt er nicht mehr. Vielleicht kann er zumindest den aber nochmal tracken.
oder zumindest ein, zwei Hits machen. Sein ganzer Zug lebt auch sogar noch. So. Jetzt ist er da. Löwe hat noch ein bisschen was an HP. Aber da kommt er nicht drauf. Da muss schon weiterfahren. Mein kleiner Freund. Oh, jetzt hat er aber. Jetzt gehen sie aber runter. Da kommst du nicht hoch im Übrigen. Nee, das wird nix. Ist ein netter Versuch. Hackermarsch, aber egal. Löwe ist eh raus. Ja, brutal schnell. Brutal kurze Runde, aber wie gesagt, für den Krieger hat es gelangt und auch fürs Panzer hat es gelangt. Also von dem her, T43 muss nicht so schlecht sein. Prallt auf jeden Fall gerne mal was ab, wie man gesehen hat. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.